Zweiter Tag hier am Titicacasee und heute geht's wohin, Laura? Bora pra Isla del Sol. Ele é sagrada dos Incas. Die Isla del Sol, zu Deutsch Sonneninsel, liegt im Titicacasee in Bolivien und ist besonders bedeutend für die Inka-Kultur und die indigene Bevölkerung der Region. Denn der Titicacasee galt als heiliger Ort und die Insel selbst wurde als Geburtsstätte von Inti, dem Sonnengott der Inka, betrachtet. Doch zunächst einmal geht es zu der Nachbarinsel, Isla de la Luna. Eita, olha a água, verde. Ai, misericórdia, ainda bem que estamos com colete. Nossa senhora. O que, moço? Olha a água. Uau, zieht euch diese Schneeberge im Hintergrund rein. Das Wasser ist einfach so klar und durchsichtig, dass man sogar den Grund sehen kann. Ich hab vontade de pular. Ne? Ja. Und wir sind angekommen. Isla de la Luna. Alter, das Wasser ist einfach so krass hier. Das ist... Die Isla de la Luna diente während der Inka-Zeit als religiöses Zentrum und war speziell den Sonnenjungfrauen gewidmet. Diese Frauen waren Auserwählte, die in Tempeln lebten und dem Sonnengott Inti dienten. Und das ist der Inyak Uyu, der Tempel der Sonnenjungfrauen. Uma hora depois da Ilha da Lua, chegamos. Mas não tem nada aqui para comer. Muita hambre. Willkommen auf Isla del... Nein, nicht Luna. Del Sol. Antes de nuestra era, no existía todavía este lago Titicaca. Estaba todo seco. Por eso habían muchos pueblos. Vamos continuar. Ist das fucking anstrengend. Wir befinden uns jetzt auf der Isla del Sol. Die meisten Leute haben schon wieder das Boot zurückgenommen zur Copacabana. Laura und ich haben uns entschlossen, dass wir hier eine Nacht verbringen auf der Isla del Sol, weil der Trip ist halt mega kurz. Man hat nur eine Stunde Zeit hier auf der Isla. Deswegen macht es mehr Sinn, dass man hier eine Nacht schläft und wirklich die ganze Insel genießt. Schaut euch das an, diese weißen Sandstrände und das Wasser. Und im Hintergrund sogar noch mit Eisbergen. Verrückte Natur hier in Bolivien. Wir sind jetzt hier bei der kleinen Stadt auf der Isla del Sol angekommen. Hier gibt es auch die ersten Restaurants. Dort wird die Wäsche getrocknet auf den Stein. Aber schaut euch dieses Wasser an. Ist einfach unglaublich. Und dann noch mit den Schneebergen im Hintergrund. Mega krass. Also ich hatte echt keine Vorstellung, wie es hier aussieht am Titicacasee. Ich hatte mich hier null drauf vorbereitet. Und es ist echt mega, mega schön. Hier ist der Strand auf der Insel und hier wohnen die Leute. Besser kann man nicht wohnen, oder Laura? Direkt am Strand, an so einem Strand. An so einem Strand. Und direkt hier am Strand haben wir unser Hostel gefunden. 30 Bolivianos pro Person. Sieht sehr gut aus. Und jetzt endlich was essen. Hier ist das Leben noch richtig schön ursprünglich. Da sind die Esel, da sind die ganzen Felder. Hola! Also das ist echt krass, wie nett die Menschen hier sind. Jeder, der hier irgendwie langläuft, direkt hola, hola, alles gut. Mega, mega freundlich die Menschen hier.
Wow. Laurina, ich glaube, wir müssen hier länger bleiben als nur eine Nacht. Für die Preise hier in so einem Paradies. Hola. Hola. I am Wessel. Und jetzt Trusha a la plancha am Titicacasee. Na gut. Dann halt anders aus, ne? Ja. Im Norden, Isla de la Sol. Es gibt richtig viele Restaurants. Fogo Naturales, so wie Laura es gerne hat. Die Kinder spielen hier am Ufer. Mega schön hier. Das ist auch eine richtige Kindheit, ne? Aha. So waren unsere Kinder. Ja. Kein Handy. Kein Handy? Kein Netflix. Kein Netflix? Nee. Was machen die denn den ganzen Tag? Spielen. Sport. Okay. Sport, okay. Portugiesisch lernen. Portugiesisch lernen. So sehen die Supermärkte hier aus. Alter, sogar hier gibt's Bags. No acredito. Das ist krass, dass es hier Bags gibt. 9 Bolivianos, 9, 8. Gerade eben war ein Bier im Supermarkt, im Restaurant 25 Bolivianos und hier gibt's Bags Gold. Ich glaube, ich muss meins holen, Laura. Das glaube ich nicht. Das ist mega interessant auf jeden Fall. Hola. Gerardo. Ja, Rita. Queremos comprar helados. Sí, ¿de cuál? ¿Estás de tentación? Ah. Tentación, a sí. 6 bolivianos. Sí. ¿Dos? Dos, por dos, favor. Por favor. Sí. Y también un Bex, una cerveza Bex. ¿Una cerveza? Sí. ¿De cuál? ¿Es el Bex? ¿Hay aquí? Ah, aquí yo no tengo. Ah. Tengo Paseña, Kilberg y... ¿Cuál? Ah, no, entonces no. Muchas gracias. Todo helado. Tengo dos. ¿Ya? Sí. 6 bolivianos, so ein Eis wie Magnum. Ja, gut. Krass. Das ist einfach so verrückt, wie heftig dieser Titicacasee glänzt, ne? Den Sonnenuntergang? Sonnenuntergang ist immer eigentlich am besten von oben, ne? Ja. Direkt hier am Strand. Schafe, Schweine. Willst du jetzt auch noch ein Schwein haben, Laura? Aber die sind sogar frei, die sind nicht angeleint. Nein, Kollege. Was ist das, Plastik? Das ist Plastik. Ja, das ist natürlich scheiße. Also ich muss sagen, von oben sah das Wasser echt nice aus. Und ich hatte echt Bock ins Wasser zu gehen, aber wenn ich das jetzt hier so sehe, ist alles mega dreckig. Da ist das Wasser zwar komplett klar, aber hier alles voller Dreck. Also ins Wasser gehen tue ich doch nicht, Laura. Ja. Hier wird es schon langsam besser. Hier sieht es besser aus. Und aus dem Nichts kommt hier die ganze Schafsherde entlang. Einmal über den gesamten Strand. Gestern Abend habe ich mich noch gefreut, dass hier alles so schön ursprünglich ist, mit Tieren drumherum und so weiter. Und heute Morgen... Der Hahn kräht, der Esel schreit. War alles ein bisschen anders. Gestern waren wir im Norden der Insel, Isla del Sol. Und heute gehen wir in den Süden. Und Laura hat mir gerade erzählt, dass das unser Weg ist. Dieser Berg. Thanks to Tessa. Absolut. But I see another trail. Going on the side. Ja, der sieht schon besser aus. Es ist an der Zeit, wir brauchen einen extra Energieschub.
Coca. Ay. Und wo es liegt da? Liegt da ist hier. Das sind Coca-Blätter. Und das hier ist verbranntes Quinoa. Genannt liegt da. Liegt da. Liegt da. Liegt da. Das gibt eine extra Energie. Also mal schauen, ob wir danach... 2 Kilometer, ne? 2 Kilometer. Wie macht man das überhaupt? Was kann man? Später. Tudo isso? Sim. Lecker. Olá. Deixa na boca. Não mastiga. Se mastigar vai ficar parecendo que foi pro dentista. Would you hold me? If I told you we can just run away, so come my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. Das Schöne hier auf dem Weg ist, dass es ab und zu mal kleine Kioske gibt, wo man dann sich eine Cola kaufen kann und ein bisschen entspannen kann. Weil der Weg ist echt nicht so einfach, also es ist sehr, sehr hoch, die Luft ist dünn hier, deswegen brauchen wir auf jeden Fall ein paar Auszeiten. Das hier, die Insel, ist noch die bolivianische Seite, aber da hinten, ganz, ganz da hinten, das ist schon Peru. Also der Titicacasee ist in zwei Hälften geteilt, Süden Bolivien und Norden Peru. Schaut euch die schönen Häuser hier an im Süden. Mit dieser Aussicht. Das Einzige, was hier ist im Süden, uns wurde gesagt, dass es hier keine Strände gibt. Im Norden gab es sehr viele schöne Strände. Hier sieht man zwar auch ein bisschen Strand. But you see, aqui você tem uma vista de cima, ne? Restaurant mit dieser Aussicht hier. Was gibt es Besseres, oder Virginia? Das ist Leben, oder Laura? Das ist Leben. Hier im Schaukelstuhl chillen, diese Aussicht genießen. Ah. Hier ist der Hafen vom Süden. Hier sind die ganzen Packesel, die die ganzen Lebensmittel und so weiter nach oben schleppen. Unser letzter Tag hier in der Copacabana, nochmal ein schönes Tentacion-Eis, bevor wir nach La Paz weiterfahren. Wie hat es dir gefallen, Laura? Me gusta mucho. Mir auch, also echt eine top Überraschung hier, Copacabana, Titicacasee. Hätte Bolivien, ich mir, ne? Bolivien insgesamt, aber hier Copacabana natürlich noch mal mehr. Mhm. Und jetzt ja. Abfahrt nach La Paz. Bora. Ciao.